Herzlich willkommen zur Besprechung der Musterklausur Rechnungswesen 2, Rechtsstand 2023. Zur Vorbereitung auf die Steuerfachangestelltenabschlussprüfung, insbesondere für den Sommer 2024, herausgegeben von der Steuerberaterkammer Niedersachsen. Mein Name ist Kai Böhmann, ich bin Diplom-Finanzwirt, Diplom-Handelslehrer und Steuerberater und freue mich, Sie durch die Besprechung der Musterklausur, durch die Lösung führen zu dürfen. Bevor wir jetzt allerdings die Lösung selbst besprechen, noch erstmal allgemeine Worte zur Bedeutung dieses Themas in der Klausur Rechnungswesen 2, was auf Sie wartet und welche Bedeutung es für die Abschlussprüfung hat. So. Die Abschlussprüfung besteht ja aus vier verschiedenen Notenkomponenten, die wir betrachten. Sie haben zum einen drei schriftliche Prüfungen, da wird erstmal AWL geprüft. Das ist heute nicht das Thema. Dann schreiben Sie eine Klausur Rechnungswesen, das ist das heutige Thema. Und dann schreiben Sie noch in Steuern eine Klausur, kurz spezielle Betriebslehre. Und dann haben Sie noch später eine mündliche Prüfung. So, wir sind in Rechnungswesen drin. Und jede Klausur zählt im Übrigen ein Viertel. Also 25%, 25% hier ebenfalls und die mündliche auch. Die Rechnungswesenklausuren waren in den letzten Jahren immer folgendermaßen aufgebaut. Sie hatten zunächst immer einen Einstieg mit einem Fall Einnahmenüberschussrechnung 4.3, der ungefähr immer 20% der Punkte ausmacht. Hatten wir in der Rechnungswesenklausur 1 thematisiert. Dann haben Sie immer einen Einzelhändler oder einen Großhändler und der macht einen Betriebsvermögensvergleich nach 5.1. Und für den dürfen Sie sowohl die laufenden Buchungen als auch Abschlussbuchungen machen. Laufende Buchungssätze und dann noch Abschlussbuchungssätze. So. Dieser Part macht so, sage ich mal, roundabout 70% aus. Während dieser hier ungefähr 20% ausmacht. Und dann haben Sie noch so ein Extra mit rund 10%. Und da könnte so ein Thema dran kommen, wie zum Beispiel Bewertung. Nach HGB als auch nach Steuerrecht oder Aufgaben aus der Wirtschaftsmathematik. Wie zum Beispiel Ermittlung der Eigenkapitalrendite, Rohgewinnaufschlagsatz, solche Geschichten. So, und wir werden uns heute mit diesen beiden Themen beschäftigen. Da werden wir reinkommen. Sie werden einen Unternehmer haben, einen Betrieb, für den Sie die laufenden und die Buchung machen. Genau, und dann haben wir noch so ein paar Bewertungsextras drin. Das ist das, was auf uns zukommt. Das war ja schon in der Klausur, Musterklausur Rechnungswesen 1 der Fall. Und das ist jetzt die Klausur Rechnungswesen 2, unser heutiges Projekt. Und dann gucken wir uns nochmal direkt den Sachverhalt an, um den es geht, ganz allgemein. Sie haben die Unternehmerin Lisa Zier und wie es Sie nicht anders überrascht, hat die einen Einzelhandel für Gartenartikel. Sie versteuert ihre Umsätze nach vereinbarten Entgelten, das ist auch Standard, also Sollversteuerin. Gewinnermittlung nach 5.1 und das Betriebsvermögen beträgt zum 31.12.2022 320.700 Euro. Der steuerliche Gewinn in 22 betrug 298.000. Das heißt schon mal, dass die persönlichen Voraussetzungen von 7G hier nicht erfüllt sind. Und der 7G wird im Allgemeinen immer im 4.3-Fall abgefragt. Nur in Ausnahmefällen hat man den in diesem Part drin. Also stellen Sie sich darauf an, 7G wird eher dann Bestandteil sein bei dem Fall
4-3. Z nimmt das Wahlrecht des § 5 Absatz 5 Satz 2 ESCG nicht in Anspruch. Da gibt es durch das Jahressteuergesetz 2022 ja ein neu eingeführtes Wahlrecht, dass man nämlich auf Araps oder Praps verzichten kann, soweit deren Betrag kleiner gleich 800 Euro ist. Das ist so die Grundlage. Nur wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Sie die dann nicht bilden, müssen Sie das einheitlich machen für sämtliche Araps oder Praps, also Rechnungsabgrenzungsposten, die kleiner gleich 800 Euro sind. Und hier ist es halt so, das wollen wir nicht betrachten. So, nennen Sie die Buchungssätze für die Geschäftsvorfälle für 2023 und nehmen Sie die nehmen Sie aus dem Kontenplan des Klausurenverbundes der Steuerberaterkammer die entsprechenden Konten. Z hat einen möglichst geringen Gewinn. Also wir wollen immer einen so geringen Gewinn wie möglich haben. Und schon sind wir mitten im Vergnügen drin. Doch bevor wir jetzt in die Besprechung selbst hineingehen, wäre meine Bitte, dass Sie jetzt ausschalten, erstmal probieren selbst zu lösen und dann anschließend, erst wenn Sie es selbst gelöst haben, bitte diesem Video folgen. Dann macht das mehr Sinn und Ihr Lerneffekt wird so massiver sein. So, ja, und dann gehen wir jetzt Fall für Fall durch. Fall 1. Über das Vermögen des Kunden Nelke aus Lohne wurde am 12.08.2023 das Insolvenzverfahren mangels Masse eröffnet. Die bereits zweifelhaft gebuchte Forderung des Z an Nelke beläuft sich auf 1.428 Euro. Eine Einzelwertberichtigung wurde nicht geführt. So. Zur Forderungsabschreibung ganz allgemein. Forderungen sind ja dem Unternehmensvermögen zuzuordnen. Unternehmensvermögen ist jetzt hier die Frage, wenn wir Insolvenz haben, dann ist ja letztendlich der faktische Teilwert bei 0 Euro, beziehungsweise der beizulegende Wert wäre bei 0 Euro. Wie muss man das handelsrechtlich, wie muss man das steuerrechtlich beachten? Dazu machen wir mal einen Ausflug ins Gesetz hinein. Und hier haben wir zunächst erstmal das Einkommensteuergesetz und auch das HGB. So, gehen wir mal ins HGB rein, wie so ein Umlaufvermögensposten anzusetzen wäre. 253 haben wir die sogenannte Zugangs- und Folgebewertung. Und grundsätzlich sind Vermögensgegenstände, das ist ja der Begriff fürs HGB, höchstens mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Abschreibung haben wir ja bei Forderungen nicht. So. Jetzt kommt der Absatz 4. Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens, das sind ja Forderungen aus Lieferung und Leistung, sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese auf einen niedrigen Wert anzusetzen. Das heißt, wenn nach Handelsrecht der Wert, der beizulegende Wert, geringer ist als die Anschaffungskosten, müssen wir zwingend abschreiben. Das ist das sogenannte strengste Niederswertprinzip. Das ist nach HGB relevant. Jetzt gucken wir mal, was in der Steuerbilanz zu machen ist. Hier gucken wir in den § 6 rein. Und zwar in § 6 Absatz 1 Nummer 2. Die Nummer 1 gilt ja für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die abnutzbar sind. Und die Nummer 2 gilt für Umlaufvermögen und nicht abnutzbares Anlagevermögen. Insgesamt für Güter, für Wirtschaftsgüter, die nicht in der Nummer 1 bezeichnet werden. So, diese werden nach Satz 1 grundsätzlich mit den Anschaffungskosten angesetzt. So, falls der Teilwert voraussichtlich eine dauerhafte Wertminderung ist, so kann diese angesetzt werden. Das heißt, in der Steuerbilanz haben wir jetzt ein Wahlrecht. Wir können den geringeren Wert, wichtig ist, es muss eine dauerhafte Wertminderung sein, ansetzen. Können wir das so machen wie in der Handelsbilanz? Wie sind da die Zusammenhänge bei 5.1? Auch da möchte ich Sie nochmal einführen. Dazu werfen wir mal einen Blick in den § 5 ESTG Absatz 1, was der überhaupt sagt. Dort steht, bei Gewerbetreibenden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse machen, oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen, das heißt Gewerbetreibenden, die buchführungspflichtig sind oder es freiwillig machen, ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen, das sich nach handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung auszuweisen ist.
Das ist die sogenannte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz. Der Paragraph 5 Absatz 1 Satz 1 ESTG besagt also als erster Grundsatz, was in der Handelsbilanz steht, muss auch in der Steuerbilanz sein. Maßgeblichkeit der Handelsbilanz. Bedeutet, HB-Werte sind gleich Steuerbilanzwerte. Das wäre jetzt bei unserem Sachverhalt nicht unbedingt der Fall. So. Was in unserem Sachverhalt bei der Forderung jetzt relevant ist, das ist der zweite Part, nämlich, es sei denn, im Rahmen der Ausübung eines steuerlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer Ansatz gewählt. Habe ich in der Steuerbilanz ein Wahlrecht, wie gerade eben gesehen im 6.1 Nummer 2 ESTG, wo drin ja steht, wenn eine dauerhafte Wertminderung gegeben ist, kann ich diese Wertminderung, diese Teilwertabschreibung vornehmen. Dann kann ich den Handelsbilanzwert lassen oder ich kann auch einen anderen Wert ansetzen. Und das kann ich unabhängig von der Handelsbilanz machen. Und das nennt man die eingeschränkte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz. Und das bedeutet, Handelsbilanz kann dem Steuerbilanzwert entsprechen oder Handelsbilanzwert kann ungleich Steuerbilanzwert sein. Das ergibt sich aus einem Wahlrecht in der Steuerbilanz. Und wenn ich so ein Wahlrecht habe, kann ich das unabhängig von der Handelsbilanz anwenden. So, und dann gibt es noch die Variante Durchbrechung der Maßgeblichkeit nach 5.6. Und das bedeutet, dass in der Steuerbilanz zwingend ein anderer Wert anzusetzen ist als in der Handelsbilanz. So. Und ein konkretes Beispiel haben wir im Grunde auch vor uns. Nehmen Sie mal an, die Wertminderung bei so einem Umlaufvermögensposten ist nur kurzfristig. Dann müssen Sie in der Handelsbilanz abschreiben. Stichwort strengstes Niederlassungsprinzip. In der Steuerbilanz dürfen Sie es nicht, weil ja im Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 stand, dass ich das nur bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung darf. Und bei diesem Beispiel hätte ich dann zwingend zwei unterschiedliche Positionen. So, jetzt komme ich wieder zurück zu unserem Sachverhalt. Der ist vielleicht ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten. Den gucken wir uns nochmal wieder an. Da war es doch so, da haben wir jetzt Umlaufvermögen, nämlich eine Forderung, auf zweifelhafte Forderung schon gebucht. Und da ist das Insolvenzverfahren mangels Masse nicht eröffnet worden. Mangels Masse nicht eröffnet worden bedeutet, da ist so wenig Geld da, dass es noch nicht mal möglich wäre, den Insolvenzverwalter zu bezahlen. Und dann wird das Verfahren gleich angestellt und die Gläubiger kriegen nichts. Und deswegen hat diese Forderung nur noch ein Teilwert, wenn wir jetzt von der Steuerbilanz aussprechen, von 0 Euro. Und das ist auch eine dauerhafte Wertminderung. So. Und jetzt haben wir ja nach 6.1 Nummer 2 Satz 2 dieses Wahlrecht. Und wir wollen ja den steuerlich geringsten Wert haben. Und deswegen machen wir auch, schreiben wir diese Forderung auf 0 Euro ab, indem das Konto 1240 im Haben steht. So. Das ist erstmal die erste wichtige Information. Und jetzt kommt die nächste Frage. Da drin steckt ja Umsatzsteuer drin. Jetzt müssen wir mal ins Umsatzsteuergesetz eintauchen. Paragraph 17. Da gehen wir mal rein. Änderung der Bemessungsgrundlage. Der Paragraph 17 ist folgendermaßen aufgebaut. Absatz 1 Satz 1 sagt, ändert sich die Bemessungsgrundlage bei der Umsatzsteuer
haben wir die Umsatzsteuer zu berechtigen. Der Satz 2 sagt, die Berichtigung machen wir auch bei der Vorsteuer, wenn sich da die Bemessungsgrundlage geändert hat. Und ganz unten, der Satz 8 ist das, da steht drin, die Berichtigungen nach den Sätzen 1 und 2 sind für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, in dem diese Änderung eintritt. Also ich mache die Änderung erst dann, die Berichtigung, wenn dieses Ereignis eintritt. So, und jetzt kommen wir zu unserem Insolvenzfall. Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn das vereinbarte Entgelt für eine steuerpflichtige Lieferung uneinbringlich geworden ist. So. Und was ist so ein Uneinbringlichkeitsfall? Das ist unser Fall hier mit der Insolvenz, mangels Masse. Das heißt, ich muss die Umsatzsteuer auf 0 Euro berichtigen. Und das machen wir jetzt hier auch ganz konkret. Wenn Sie aus den 1.428 Euro die Umsatzsteuer rausrechnen, sind das 228 Euro, die wir quasi jetzt hier korrigieren, berichtigen nach § 17 Absatz 2, ich schreibe es mal auf, das ist der § 17 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 und Satz 8 UStG, der dafür sorgt, dass wir jetzt hier im Insolvenzfall die Umsatzsteuer berichtigen. Und das auf 0 Euro. So. Und die 1200 Euro, den Nettobetrag, dafür gibt es ja ein eigenes ein Aufwandskonto, 6930, das ist die Kontenklasse SKR 04 und 2400, also alles, was in Klammern steht, ist dann immer SKR 03 vom Verbundkontenplan. Und da finden Sie im Kontenplan das Konto Forderungsverluste 6930. Das zeige ich Ihnen auch mal im Kontenplan. Den habe ich ja hier vorbereitet. Und da gehen wir jetzt mal rein. Da haben wir dann die 6930 hier unten. So, das einmal dazu. Okay, Gewinnauswirkung minus 1200 Euro. Das war Fall 1. Da haben wir jetzt ein bisschen länger zu gebraucht, weil wir für den Fall 1 auch noch diese Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, die beim 5.1 STG relevant ist, und die beiden Ausnahmen, nämlich eingeschränkte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, die wir in diesem Fall haben, oder die Durchbrechung der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, die ich Ihnen auch aufgezeichnet habe, habe ich da gleich mit erklärt. Wichtig nochmal, das hier ist der Grundfall oder Grundsatz. Und das hier ist die Ausnahme 1 und das ist die Ausnahme 2. Schreibe ich nochmal daneben. Grundsatz, Ausnahme 1, Ausnahme 2. Dass man sich das so einprägt, weil das später auch bei der Bewertung nicht ohne ist. Okay, Fall 2. Verkauf von Waren auf Rechnung über 5.000, Zahlungsziel 4 Wochen. Eine Anzahlung in Höhe von 1.785 Euro hat Z vor 2 Wochen erhalten und wurde ordnungsgemäß gebucht. Okay, was machen wir als erstes? Die 5.000 Euro, in dem Fall, wo wir die Waren verkaufen, müssen wir die Umsatzerlöse einbuchen. 5.000 Euro im Haben. An Umsatzerlöse. In diesem Zusammenhang schreiben wir dann auch die Umsatzsteuer ein. An Umsatzsteuer 950 Euro. So. Dann haben wir bereits ja Umsatzsteuer, als wir die Anzahlung erhalten haben, entstand ja bereits. Und als wir die Anzahlung erhalten hatten, hatten wir ja 1.785 Euro gekriegt. Wenn Sie aus dem Betrag von 1.785 Euro die mal 19 durch 119 die Umsatzsteuer rausrechnen, sind das genau 285 Euro, die wir jetzt auch wieder auflösen.
weil hier auf oben, hier im Haben habe ich ja die 950 Euro voll eingebucht. Die erhaltene Anzahlung, die ich ja auf das Konto 3250 gebucht hatte, ne, der andere ist in Vorleistung getreten und dann hatte ich erstmal eine Verpflichtung, die 1,5, die löse ich auf. Und wenn Sie jetzt die 5000 mit den 950 zusammenrechnen und die 1785 Euro abziehen, dann bleibt ein Betrag von 4165 Euro übrig, der dann auf das Konto Forderung aus Lieferung und Leistung gebucht wird. So, jetzt können Sie hier Folgendes auch noch machen. Das ist natürlich ein Vorschlag, wie Sie es buchen können. Sie könnten natürlich, wenn Sie wollten, hier auch die Umsatzsteuer wegkürzen. Das könnte man sich so vorstellen, alternativ. Dann würde man hier die 285 wegstreichen und dann würde man die 950 um diese 285 Euro kürzen und dann würden nur noch 665 Euro da sein. Das könnte man auch machen, ne? Dann würde hier diese Umsatzsteuer weg sein und hier der Betrag geringer. Wie kann man das vergleichen? Ne? Das kennen Sie doch mit dem Bruch in der Mathematik mit Nenner und Zähler. Da hat man ja zum Beispiel hier 2/4 stehen. Ne? Nur, dass hier dieser Bruch zwischen Soll und Haben steht. Und dann könnten Sie jetzt zum Beispiel das hier auf 1/2 kürzen. Das ist doch hier so ein ähnlicher Effekt, ne? Dass wir auf beiden Seiten was wegkürzen. So kann man sich das vielleicht so ein Beispiel aus der Mathematik holen, wie man darauf kommen kann. Okay. Jedenfalls muss der Erlös komplett in dem Moment gebucht werden, wenn ich den Verkauf auf Ziel habe, weil ich da nämlich in dem Moment meinen Erfolg realisiere. Und da ist er einzubuchen. Sachverhalt 3. Eine Reinigungskraft reinigt im Rahmen des geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses im Monat Juni 2023 die Büroräume. Und die kriegt jetzt 450 Euro. Könnte auch theoretisch 520 Euro kriegen, weil das ist ja erhöht worden. Aber hier sind es nur 450 Euro. Und diese Minijobs, die möchte ich Ihnen vorher nochmal darstellen. Da haben wir jetzt hier unsere Arbeitgeberin. Und dann haben wir hier unseren Minijob oder die Reinigungskraft. Ich schreibe mal Minijobber. In. So. Und jetzt passiert doch Folgendes. Jetzt werden 450 Euro, will man ja rübergeben, aber bei diesen Minijobs ist es so, da gibt es die Bundesknappschaft. Und an diese Bundesknappschaft müssen wir folgende Zahlung machen. Erstens, 2% pauschale Steuer. Und wenn Sie 2% von 450 rechnen, dann kommen Sie auf glatte 9 Euro. Dann muss man noch abführen 28% Sozialversicherung Arbeitgeber. Und die setzen sich wiederum zusammen aus Rentenversicherung und Krankenversicherung. Rentenversicherung 15%, Krankenversicherung 13%. So, rechnen wir auch mal aus. 450 mal 0,15, 67,50 Euro. Und dann 450 mal 0,13, 58,50. Wenn wir das zusammenrechnen, sind das 126 Euro glatt. So. Diese zusammen sind das ja 30%, sind komplett an die Bundesknappschaft zu überweisen. Also auch die Steuer. Die Steuer wird dann später, die 2%, an die Finanzverwaltung weiter ausgezahlt. Aber die Bundesknappschaft, dieser Sozialversicherungsträger, nimmt sie erstmal ein. So, dann haben wir noch eine weitere Besonderheit im Fall, nämlich, das ist hier, ein Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wurde nicht gestellt. Und weil das der Fall ist, heißt das, dass die Minijobberin noch 3,6% Rentenversicherung, so eine Art Arbeitnehmeranteil zu zahlen hat. Wie kommt man darauf? Normalerweise ist ja die Rentenversicherung vom Anteil Arbeitgeber plus Arbeitnehmer 18,6%.
15% hatte ja der Arbeitgeber bereits hier gezahlt. Und dann bleibt noch eine Differenz von 3,6%. Und wenn wir 450 mal 0,036 rechnen, kommen wir auf 16,20 €. So, die ebenfalls noch an die Bundesknappschaft zu überweisen sind. Das bedeutet, der Arbeitnehmer kriegt jetzt nicht mehr, der Minijobber kriegt jetzt nicht mehr 450 ausbezahlt, sondern 16,20 € gehen ja weg und dann landen bei unserem Minijobber nur noch 433,80 €. Kann man sich auch klar machen. 450 minus 16,2 kommen Sie auf 433,80 €. So, und jetzt haben wir alle Zahlen, die wir zu buchen haben. Jetzt gucken wir uns mal den Buchensatz an. So, die Konten übrigens für auf der Sollseite, die finden Sie alle. Jetzt gehe ich noch mal zurück in den Kontenplan. In der 6000er Kontenklasse, wenn Sie im SKR 04 sind. Und da haben Sie einmal hier das Konto 6035 Löhne Minijobs, das brauchen wir. Dann brauchen wir 6036 pauschale Lohnsteuer für Minijobs. Dann haben wir noch das Konto hier soziale Abgaben für Minijobber. Diese brauchen wir jetzt. So, und die Konten sind ja auch jetzt entsprechend hier gegeben. So. Als erstes 6035 Löhne Minijobs, da kommen die 450 € drauf. So. Dann haben wir die 2% pauschale Steuer mit 9 €. Die packen wir auf das Konto 6036 pauschale Lohnsteuer für Minijobber. Dann haben wir den Arbeitgeberanteil. Das sind die 28%. Hier diese 126 €, die buchen wir auf das Konto 6171 soziale Abgaben für Minijobber. So, an den Steuerpflichtigen, nee, an den Minijobber gehen ja selbst nur noch die 433,80 €. So, die 9 € können wir auf das Konto 3730 Verbindlichkeit Lohnsteuer Kirchensteuer buchen. Und die 142,20 €, das sind die 126 € plus die 16,20 € von hier oben. So, und wenn Sie das zusammenrechnen, kommen Sie auf 142,20 €. Und diese 142,20 €, die werden auf das Konto 3740 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit gebucht. Alternativ hätten Sie noch die Möglichkeit, und das ist eigentlich mein Favorit, dass man das Konto Verbindlichkeit Lohnsteuer Kirchensteuer weglässt und stattdessen die 9 € mit in das Konto Verbindlichkeit im Rahmen der sozialen Sicherheit einbucht. Dann würde man hier in dem Konto 151,20 € haben und das Konto würde dann wegfallen. Finde ich auch ehrlich gesagt nachvollziehbarer, weil wir ja die 30% plus diese 3,6% komplett inklusive der Steuer an die Bundesknappschaft bezahlen, die es dann selbst an die Finanzverwaltung weiterreicht. Und weil das der Fall ist, finde ich eigentlich diese Lösung, dieses Konto Verbindlichkeit Lohnsteuer Kirchensteuer nicht zu verwenden, eigentlich netter. Ja, das war Aufgabe Nummer 3. Aufgabe 4 wartet auf uns. Auch da ist wieder erstmal eine Menge zu machen. Z erwarb, jetzt gucken wir uns mal wieder den Sachverhalt an. Ich brauche mal wieder hier den Stift. Z erwarb am 21.02.23 per Lastschrift ein bebautes Grundstück am Stadtrand von Bramsche, Baujahr 1924. Das ist später wichtig für die AFA. Zum Preis von 120.000 €. Davon entfallen 30% auf Grund und Boden. Und neben dem Kaufpreis haben wir jetzt zahlreiche Nebenkosten, wie die Grunderwerbsteuer, Notarkosten und so weiter. Und Nutzen und Lasten gehen dann am 1.03.23 auf Z über. Und ab dem 1.05.23 nutzt Z das Gebäude zu 60% zu eigenbetrieblichen Zwecken.
Der Rest ist umsatzsteuerpflichtig an ein benachbartes Gartenbauunternehmen vermietet. Also komplett Umsatzsteuer, für komplett umsatzsteuerpflichtige Umsätze wird das Grundstück verwendet. Z möchte das gesamte Gebäude als Betriebsvermögen behandeln. In den Monaten März und April haben wir außerdem noch hier Reparaturen von 16.000 plus Umsatzsteuer. Da ist auch die Frage, wie wir die reparieren, wie wir diese Reparation behandeln. So. Und immer wenn Sie so einen Riesensachverhalt haben, dann zerlegen Sie den in Einzelbestandteile. Und das Erste, was ich jetzt machen würde für das Grundstück, ich würde jetzt erstmal ermitteln, wie hoch die Anschaffungskosten sind. Das heißt, man muss sich jetzt ja klar machen, wir haben ein Grundstück und auf dem Grundstück ist ein Gebäude. Das Gebäude ist abnutzbar. Abnutzbares Anlagevermögen. Und der Grund und Boden, der ist nicht abnutzbares Anlagevermögen. Und dementsprechend unterschiedlich müssen wir es einbuchen. Und jetzt empfehle ich immer, dass Sie eine Liste machen. Und zwar, wir machen eine Spalte mit Anschaffungskosten. Dann haben wir hier eine Spalte, wo wir die einzelnen Ausgaben nacheinander eintragen. Und dann haben wir noch eine Spalte Vorsteuer. So, und das Erste, was wir im Sachverhalt hatten, war doch der Kaufpreis von 120.000 Euro für das gesamte Grundstück. Also KP für Kaufpreis 120.000. Alle Beträge natürlich in Euro. Dann geht es weiter mit der Grunderwerbsteuer 5%. Ne? Gehört auch mit zu den Anschaffungskosten. Anschaffungskosten, Blick in 255.1 HGB, sind alle Aufwendungen, um einen Vermögensgegenstand zu erhalten und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, sofern wir sie einzeln zuordnen können. Und die Grunderwerbsteuer gehört mit dazu, ohne die kriege ich so ein Grundstück nicht. Und wenn Sie 5% von 120.000 nehmen, sind das 6.000 Euro. So. Die habe ich jetzt hier eingetragen. Grunderwerbsteuer 6.000 Euro. Dann geht es weiter. Notarkosten für die Beurkundung 900 Euro und 19% Umsatzsteuer, die wir jetzt vollziehen können nach 15.1 Nummer 1 einmal und dann auch nach 15.2 Nummer 1 USTG Umkehrschluss, weil wir ja zu 100% das Grundstück anschließend für steuerpflichtige Umsätze verwenden. Genau. Und das bedeutet Notar 900 und die 171 Euro Vorsteuer, die wir ziehen können, gehören nicht zu den Anschaffungskosten, weil das Geld kriegen wir ja vom Finanzamt wieder. Und das sagt eigentlich schon der 255 Absatz 1 HGB aus, dass man ihn dann nicht zu den Anschaffungskosten zählt. Aber der Paragraph Einkommensteuergesetz, da gehen wir jetzt auch nochmal rein, der Paragraph 9 Einkommensteuergesetz 9b, da steht nämlich drin, der Vorsteuerbetrag nach Paragraph 15 gehört, soweit er abgezogen werden kann, nicht zu den Anschaffungskosten des Wirtschaftsguts. Das heißt, wir nehmen nur den Nettobetrag für die Anschaffungskosten, weil wir die Vorsteuer ziehen können. Das ergibt sich aus 9b Absatz 1 ISTG. So, dann geht es weiter mit, gehen wir in den Sachverhalt nochmal wieder rein. Notar haben wir, dann die Eigentumseintragung bei Gericht ins Grundbuch, 300 Euro, sind auch Anschaffungskosten. Und dann haben wir noch den Makler mit 4.000 Euro plus Umsatzsteuer. Und die Vorsteuer sind 760 Euro. So, und damit sind wir alle Nebenkosten durch und können die Summen bilden. Und wenn Sie das hier alles zusammenrechnen, kommen Sie auf 131.200 Euro. Wenn Sie diese beiden Beträge zusammenrechnen, kommen
kommen sie auf 931 Euro. So. Jetzt entfällt ja dieser Betrag sowohl auf Grund und Boden als auch auf Gebäude. Das heißt, den müssen wir jetzt aufteilen. Einmal auf Gebäude und einmal auf Grund und Boden. Weil wir es in unterschiedliche Sachkonten einzubuchen haben. Jetzt gucken wir mal. Hier oben haben wir den Aufteilungsschlüssel. 30% Grund und Boden. Also hier 30%. Dann ist Gebäude 70%. Und wenn wir das entsprechend aufteilen, sind Grund und Boden 39.360 Euro. Und wenn Sie 70% von dem Betrag nehmen, haben Sie 91.840 Euro. So, das ist das Erste, was wir hier betrachten. So. Und dieser Betrag muss ja auf das Konto Gebäude. Das haben wir dann auch hier entsprechend eingebucht. 240 Gebäude, 91.840. Den Betrag für den Grund und Boden packen wir auf das Konto 235 Grundstückswerte eigene bebaute Grundstücke. Und den Vorsteuerbetrag packen wir auf das Konto Vorsteuer 1400. Und dann an Bank 132.131. Okay, erste Problem, erste Päckchen haben wir durchgearbeitet. Jetzt kommen wir hier zum zweiten Päckchen, nämlich, jetzt will ich mal hier eine andere Farbe haben. Jetzt bin ich schon wieder einen Sachfall zu weit, warten Sie mal, die Farbe hole ich mir jetzt, ich lasse nicht locker. Und zwar hier unten, Z möchte das gesamte Gebäude bauen. In dem Monat März und April ließ Z das Dach des Gebäudes mit 16 plus Umsatzsteuer reparieren. So. Das heißt, Instandhaltung, Reparatur 16.000 plus 19% 3.040 Euro Vorsteuer. So. Bei der Reparatur ist jetzt die Frage, ob der Paragraph 6.1 Nummer 1a ESTG greift, die sogenannten anschaffungsnahen Herstellungskosten. Gucken wir uns mal im Gesetzestext an, was sich nochmal darin da verbirgt. Blick in Paragraph 6, Absatz 1 Nummer 1a. Zu den Anschaffungskosten eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für die Instandsetzung oder Modernisierung, die innerhalb von 3 Jahren nach der Anschaffung durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15% der Anschaffungskosten des Gebäudes übersteigen. So, jetzt gucken wir mal in unseren Sachverhalt. Jetzt müssen wir diesen Wert 15% von ausrechnen. 91.840. Und dann kommen wir auf 13.776 Euro. So, und die 16.000 netto ohne Vorsteuer, die sind größer. Die liegen da drüber. Genauso wie es hier im Gesetz umschrieben ist. Das heißt, die Rechtsfolge ist, wir müssen die 16.000 Euro jetzt mit in die Bemessungsgrundlage fürs Gebäude packen. Das müssen wir jetzt umsetzen. Das heißt, Buchung auf das Konto Gebäude. Die Vorsteuer können wir ganz normal ziehen, weil wir ja auch steuerpflichtige Ausgangsumsätze dann mit dem Grundstück haben. So, und das gucken wir uns jetzt entsprechend hier an. 16.000 auf das Konto Gebäude und dann haben wir die Vorsteuer mit 3.040 an Bank 19.040. So, das heißt, jetzt haben wir die AFA-Bemessungsgrundlage. In die AFA-Bemessungsgrundlage fallen einmal die 91.840 rein und die 16.000. Beide Beträge müssen wir zusammenrechnen. Also jetzt zeige ich es hier Ihnen nochmal. Ich habe jetzt vergessen, glaube ich, umzuschalten. Wir buchen die 16.000 Euro aufs Gebäude, Vorsteuer 3.040, an Bank 19.040.
Die 16.000 müssen wir jetzt mit den 91.840 zusammenrechnen. Dann haben wir die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung. Das zeichne ich jetzt nochmal gesondert auf. 91.840 plus 16.000. Dann haben wir insgesamt eine AFA-Bemessungsgrundlage von 107.840 Euro. Und jetzt können wir uns doch gleich schon mal Gedanken um die Abschreibung machen, die dann an späterer Stelle zu buchen ist. So, die erste Frage, die wir haben, ist, welche AFA kriegen wir? Wir gehen ja immer bei Gebäude-AFA in den § 7 Absatz 4 rein. So, wichtig ist hier, Jahrgang, Baujahr 1924, das ist gleich wichtig. So, ich gehe mit Ihnen mal auch ins Gesetz, in den Gesetzestext rein, § 7, Absatz 4. Und die Reihenfolge wäre immer jetzt so, dass wir erstmal die Nummer 1 prüfen. Da wäre die Voraussetzung, dass das Gebäude Betriebsvermögen sein muss. Ist es. Keine Wohnzwecke. Ist auch erfüllt. Aber Bauantrag nach 31. März 85 ist nicht erfüllt. Damit fallen die 3% nach 7.4 Nummer 1 weg. Dann kommen wir in 7.4 Nummer 2 rein. Da jetzt ganz neu A, B und C. Das heißt, wenn Sie jetzt noch ein altes Gesetz haben, mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde jetzt nämlich ein neuer Buchstabe A eingefügt. Da gibt es jetzt nämlich für nach dem 31.22 fertiggestellte Gebäude 3%. Und das alte A und das alte B sind an die Stelle von B und C gerückt. Und wir tauchen jetzt hier, das Gebäude wurde vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt. Gucken wir nochmal in den Sachverhalt. Baujahr 1924. Da wurde das Gebäude gebaut und fertiggestellt. Also gibt es 3% nach 7 Absatz 4 Nummer 2c. Die alte Nummer 2b. Aber nach Rechtsstand 2023 ist es 2c StG. So, jetzt müssen wir wissen, ab wann es die Abschreibung gibt, ne? Ab welchem Monat. Das ist jetzt das Nächste, was wir betrachten müssen. So, und da haben wir ja verschiedene Daten. Und das wichtige Datum ist jetzt hier immer Übergang von Nutzen und Lasten. Und der war zum 1.3. Das heißt, ab März. März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember kommen wir genau auf 10 Monate. Also mal 10 Zwölftel. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, das machen wir jetzt mal zusammen. 107,840 mal 0,025 mal 10 durch 12, dann ergibt sich eine Abschreibung von 2.247 Euro, die dann eingebucht werden müsste über 62,20 Abschreibung Sachanlagen. Und dann an Gebäude mit diesem Betrag. So, und das wollen wir natürlich auch hier schon abarbeiten. Das kommt nämlich an späterer Stelle. Aber da gehe ich jetzt schon mal hier rein. Nämlich im Buchungssatz 12a haben wir das. Abschreibung auf Sachanlagen an 240 Gebäude, 2.247 Euro. Und hier haben Sie auch den Rechenweg, den wir eben gerade ermittelt haben. So, das haben wir jetzt vorab gemacht, weil es einfach Sinn macht. Jetzt waren wir noch mittendrin im Denken und später hätten wir uns nochmal reindenken müssen in den Sachverhalt. Jetzt gehen wir wieder zurück. Sachverhalt 4 haben wir aufgelöst. Und jetzt kommen wir zum Sachverhalt 5. Zur Finanzierung des Erwerbs des Grundstücks nahm Z mit Wertstellung 1.3.23 ein Grundschulddarlehen über 100.000 auf. Auszahlungskurs 98,5%. Ein Notar berechnet für die Grundschuldbestellung 400 plus 19% Umsatzsteuer und das Amtsgericht für die Eintragung der Grundschuld 200 Euro. Alle Beträge wurden durch Banküberweisung gezahlt. Auch hier erstmal das Darlehen wird eingebucht mit 31,50 Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstitut, 100.000 Euro. Auf dem Bankkonto landen dann
98.500 Euro. Und jetzt ist die Frage, was ist mit dem einbehaltenen Betrag von 1.500 Euro zu machen? Das ist ja jetzt hier so die Grundproblematik, mit der man umzugehen hat. Und auch hier gehen wir ins Gesetz. Das ist nämlich ein sogenannter Rechnungsabgrenzungsposten. Als erstes gucken wir uns mal das HGB an. Und zwar den Paragraphen 250. 250 Absatz 1. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die haben wir ja hier, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ja, die sind dann, im Grunde ist das ein vorweggenommener Zins, den wir dann über die Laufzeit des Darlehens verteilen. So, dann geht es weiter. Unten, Absatz 3. Ist der Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Ausgabebetrag, so darf der Unterschiedsbetrag in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite aufgenommen werden. Hier haben wir eine Ausnahme zum aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, nämlich genau den Tatbestand des Damnums oder des Disagios umschrieben. Man hat also in der Handelsbilanz ein Wahlrecht, ob man diese 1.500 Euro überhaupt einbuchen möchte. In der Handelsbilanz. Jetzt kommen wir auf die Steuerbilanz zu sprechen. In der Steuerbilanz, Paragraph 5, Absatz 5, Satz 1, Nummer 1. Auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. In der Steuerbilanz ist das Konto zwingend einzubuchen. So, wenn wir uns die Konten angucken im Soll, dann müssen wir jetzt ja im Bereich der Einzelkontenklasse das einbuchen. Und da haben wir einmal das Konto aktive Rechnungsabgrenzungsposten und für das Damnum Disagio gibt es einen eigenen Rechnungsabgrenzungsposten. Ich vermute, dass man da einen eigenen Posten eingeführt hat, dem Umstand geschuldet, weil im 250.3 für die Handelsbilanz da es ein Wahlrecht gibt. Und ansonsten ist es ja immer Pflicht. So. Diese Position hier in unserem Sachverhalt, die müssen wir auch einbuchen, weil 1.500 Euro ist größer als 800 Euro. Jetzt kommen wir auf dieses Wahlrecht mal zu sprechen, was mit dem Jahressteuergesetz 2022 neu eingeführt worden ist. Hier unten. Der Ansatz eines Rechnungsabgrenzungsposten kann unterbleiben, wenn die jeweilige Ausgabe oder Einnahme im Sinne von Satz 1 den Betrag des 6.2 nicht übersteigt. 6.2 sind 800 Euro netto. Da sind wir drüber mit 1.5. So, wichtig ist aber, das Wahlrecht ist einheitlich auf alle Sachen aufzuüben. So, und in unserer Aufgabenstellung stand allerdings drin, dass wir dieses Wahlrecht nicht anwenden werden. In unserem Sachverhalt spielt das keine Rolle, weil wir drüber liegen. Deswegen müssen wir das Damnum Disagio einbuchen. Und deswegen das Konto 1940, Damnum Disagio. So, dann geht es weiter. Dann haben wir noch die 400 Euro Grundschuldbestellung und das Amtsgericht 200 Euro. Die 600 Euro sind keine Anschaffungskosten. Merken Sie sich, diesen Satz kennen Sie doch. Finanzierungskosten sind keine Anschaffungskosten, weil diese Aufwendungen ja nicht direkt mit dem Vermögensgegenstand, nicht direkt mit den Wirtschaftsgütern zu tun haben, sondern mit der Schuld zu tun haben, die dahinter steht. Also nur ein mittelbarer Zusammenhang. Und deswegen buchen Sie das entweder auf Rechts- und Beratungskosten oder buchen Sie es meinetwegen auf Nebenkosten Gelbverkehr, wäre auch in Ordnung. Die Vorsteuer können wir ziehen und dann an Bank 676 Euro. So, damit haben wir die 5 abgeleistet. Kommen wir zum Fall 6. Z erwarb unter Verwendung seiner Umsatzsteuer-Identifikationsnummer am 6.6. von einem Kfz-Händler aus Hengelo, Niederlanden, einen gebrauchten Kleinlastwagen für sein Unternehmen für 21.000. Z bezahlt den Kaufpreis per Bank. So, das Kfz kommt ja ins Anlagevermögen rein. Deswegen buchen wir die 21.000 auch schon mal auf Fuhrpark. So, jetzt müssen wir uns Gedanken dazu machen. Das Geld wird ja auch per Bank bezahlt, deswegen an Bank. Und jetzt müssen wir uns zur Umsatzsteuer Gedanken machen. Ich male zunächst erstmal nochmal den Fall auf. Hier haben wir die Niederlande, hier haben wir Deutschland. Dann haben wir hier unsere Z. Dann haben wir hier den Händler in den Niederlanden.
Und jetzt kaufen wir hier diesen Fuhrpark ein für 21.000. Ein kleinen Lastwagen. Dann machen wir den mal so ein bisschen hier als Lastwagen, ne? So, 21.000 Euro. So, Umsatzsteuer-Identifikationsnummern sind gegeben. Und jetzt ist die Frage, wie ist das umsatzsteuerlich für Z? Und hier liegt doch, wenn wir ins Gesetz gucken, ein IG-Erwerb vor. Warum? Umsatzsteuergesetz, Paragraph 1a gehen wir als erstes rein. 1a Absatz 1. Ein IG-Erwerb gegen Entgelt liegt vor, wenn folgende Voraussetzung. Wir brauchen eine bewegte Lieferung aus dem EU-Nachbarstaat in ein anderes EU-Land. Hier wird es als Mitgliedstaat umschrieben. Also von einem Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat. Gucken wir in den Sachverhalt. Aus den Niederlanden bewegte Lieferung nach Deutschland. Ist erfüllt. Zweites TBM. Der Erwerber ist ein Unternehmer, der den Gegenstand für sein Unternehmen erwirbt. Erwerber ist Z. Z ist Unternehmer, auch umsatzsteuerlich, und erwerbt diesen kleinen PKW-Lastwagen für sein Unternehmen. Ist erfüllt. Dann Nummer 3, die Lieferung an den Erwerber wird durch einen Unternehmer gegen Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausgeführt. Der Lieferer ist ein Händler, der macht das gegen Entgelt und das ist ein Grund- oder Hauptgeschäft von ihm, also eine Kerntätigkeit. Damit ist das auch erfüllt. Rechtsfolge ist, wir haben IG-Erwerb nach 1a Absatz 1 USTG. Den Ort, den haben wir dann hier bei Z im Inland. Steuerbar nach 1.1 Nummer 5. Steuerpflichtig nach § 4b USTG Umkehrschluss. Bemessungsgrundlage ist der § 10.1 ganz normal USTG. Das sind die 21.000 Euro. Ne? Weil der Händler in den Niederlanden macht selbst eine steuerbefreite IG-Lieferung. Da entsteht keine niederländische Umsatzsteuer. So, Steuerentstehung nach 13.1 Nummer 6 USTG mit Ausstellung der Rechnung spätestens mit Ablauf des dem Erwerb folgenden Monats. Steuerschuldner 13a 1 Nummer 2 ist unser Z. Steuersatz natürlich 12.1 USTG 19%. Rechnen wir den Betrag auch mal aus. 21.000 mal 0,19. Kommen wir auf 3.990 Euro Umsatzsteuer. Und diesen Betrag können wir zugleich als Vorsteuer ziehen, weil nämlich im Paragraph 15, wo wir jetzt reingehen, 1 Nummer 3 die Vorsteuer gezogen werden kann. 15, 1 Nummer 3 USTG. Also auch den Vorsteuerabzug. Und die Steuerbarkeit und Steuerpflicht als auch der Vorsteuerabzug sorgen dafür, dass wir jetzt bei unseren Buchungen das Konto 1402 Vorsteuer aus IG-Erwerb haben und eben haben das Konto 3802 Umsatzsteuer IG-Erwerb haben, auf die wir zwingend buchen müssen. Fall erledigt. Check. AFA kommt später. Fall 7. Z beauftragt in Brügge, Belgien, den ansässigen Klaas Smet mit der Gestaltung der Werbung in verschiedenen regionalen Tageszeitungen. Für die erbrachte Leistung erteilte der Smet eine ordnungsgemäße Rechnung über 2.000 Euro. Auch das gucken wir uns nochmal an. Hier haben wir Belgien. Hier haben wir Deutschland. Hier haben wir Z, der kauft die Leistung von Desmet ein. So. Diese Werbeleistung ist eine sonstige Leistung nach 3.9 USTG. Ortsbestimmung ist nach § 3a2 USTG. Da, wo der Leistungsempfänger ist und da, wo also Z ist, also im Inland, weil da, wo Z ist, ist der Ort, steuerbar nach 1.1 Nummer 1.
steuerpflichtig, Bemessungsgrundlage 10.1 USTG und jetzt Steuersatz 12.1 USTG mit 19%. Und jetzt kommen wir zur Steuerentstehung und Steuerschuldnerschaft. Und hier könnte jetzt der Paragraph 13b greifen. Und den 13b gucken wir uns auch jetzt nochmal explizit an, weil der einfach so eine wichtige Bedeutung hat. Da kann immer eine ganze Menge schief gehen, wenn man den nicht richtig vernünftig beachtet. So, 13b. Zunächst ist mal die Steuerentstehung. Für nach 3a Absatz 2 im Inland steuerpflichtige sonstige Leistungen. Gucken wir mal. Nach 3a 2 ist diese Leistung im Inland steuerbar. Eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers. Der Desmet ist in Belgien anwesend. Entsteht die Steuer mit Ablauf des Voranmeldezeitraums, in dem die Leistungen ausgeführt worden sind. Okay, das ist die Entstehung. Dieser 13b1 kann aber zwingend nur greifen, wenn auch 13b Absatz 5 mit der Umkehrung der Steuerschuldnerschaft erfüllt ist. Dieser Reverse Charge Fall. Gucken wir in den 13b Absatz 5 rein, ob der erfüllt ist. In den Fällen des Absatzes 1 waren wir gerade drin. Schuldet der Leistungsempfänger die Steuer, wenn er ein Unternehmer ist. So, und jetzt gucken wir in unseren Sachverhalt. Z ist ein Unternehmer. Und deswegen haben wir eine Steuerschuldnerschaft nach 13b Absatz 5 Satz 1 USTG. Steuerschuldner ist Z. Und die Steuerentstehung richtet sich nach 13b Absatz 1 USTG. So. So. Und der Smet, der muss natürlich dann in Belgien, der Vorgang ist für ihn ja nicht steuerbar. Deswegen hat er einen Nettobetrag, den er einnimmt. Das ist auch nochmal wichtig. Und jetzt müssen wir uns noch um die Vorsteuer Gedanken machen. Und dann gehen wir in den Paragraph 15 rein. 15.1 Nummer 4. Die Steuer für Leistungen im Sinne von 13b Absatz 1, die für sein Unternehmen ausgeführt worden sind. Und genau das ist der Fall. Also Vorsteuerabzug nach 15.1 Nummer 4 USTG. So. Und deswegen buchen wir jetzt auch in unserem Sachverhalt ein Werbekosten 2000. Dann das Konto 1408 Vorsteuer 13b, 380, die können wir ja nach 15.1 Nummer 4 ziehen. Jetzt bin ich hier, Werbekosten 2000, Vorsteuer 380 an 3835 Umsatzsteuer 13b, 380 an Verbindlichkeit, Lieferung und Leistung 2000. So, und das ist für mich so ein schönes Beispiel, wie wichtig es ist, dass sie Umsatzsteuer beherrschen, dass sie Einkommensteuer beherrschen, weil sie dieses Know-how nicht nur in der Steuerlehre-Klausur brauchen, sondern in der Rechnungswesen-Klausur sind sie auch ziemlich aufgeschmissen, wenn sie das Steuerrecht nicht beherrschen. Das war nochmal das Wort zum Sonntag. Jetzt machen wir mal weiter mit dem Fall 8. Für einen Prozess hatte Z im Vorjahr eine Rückstellung in Höhe von 2,2 gebildet. Das Gericht hat den Prozess rechtskräftig zugunsten von Z entschieden. Die im Vorjahr gezahlten Prozesskosten in Höhe von 300 wurden durch Banküberweisung erstattet. Okay, wir hatten zuvor eine Rückstellung gebildet. Eine Rückstellung für eine ungewisse Verbindlichkeit nach 249 Absatz 1 Satz 1 erste Alternative HGB. Da steht das nämlich auch. Die Zeit nehmen wir uns und gucken wir uns im HGB an. Da sind wir ja auch fast. 249, Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Und jetzt steht hier unten, Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist. So, und in unserem Sachverhalt entfällt doch jetzt hier die Entscheidung des Gerichtes kommt. Das heißt, wir haben keine ungewisse Verbindlichkeit mehr. Und deswegen müssen wir das Konto sonstige Rückstellungen sofort auflösen. Dann kriegen wir 300 Euro aufs Bankkonto überwiesen. Die buchen wir dann im Soll auch ein.
Und dann brauchen wir ja noch passende Erträge. Ja genau, die 2200, da passt ja wunderbar das Konto 4930, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. Und die 300 Euro, weil das periodenfremd ist, das gehört ja eigentlich gedanklich zum alten Jahr, die buchen wir dann auf das Konto sonstige betriebliche Erträge. Ja, eine kleine Rückstellung auch mit drin. Fall 9. Z entnimmt ihrem Lager einen Rasenmäher als Geschenk für ihren Bruder. Anschaffungskosten Gegenstand haben 450 Euro betragen. Die Wiederbeschaffungskosten sind um 10% gesunken. Und wir wollen jetzt als erstes buchen. So, auch hier wieder der Blick ins Gesetz. Zunächst haben wir erstmal Paragraph 4. Sehen Sie, ich knipse mich hier durchs gesamte Alphabet. Paragraph 4, Absatz 1, Satz 2. Endnahmen sind alle Wirtschaftsgüter. Bareinnahmen, Waren, Erzeugnisse, Nutzung, Dienstung und Nutzung und Leistung, die der Steuerpflichtige den Betrieb für sich, für seinen Haushalt entnommen hat. Und genau das findet doch hier statt. Dann kommen wir zur Bewertung. 6.1 Nummer 4. Entnahmen sind mit Teilwert anzusetzen. Also wir brauchen den Teilwert. Die ertragssteuerliche Komponente haben wir abgearbeitet. Jetzt kommen wir zur Umsatzsteuer. Das ist ein Fall von Paragraph 3 Absatz 1 Bertha. Einer Lieferung gegen Entgelt werden gleichgestellt. Entnahme eines Gegenstandes durch den Unternehmer aus seinem Unternehmen. Wenn wir mal in unseren Sachverhalt gucken. Gegenstand wird ja aus dem Warenlager als Geschenk für den Bruder entnommen. Deswegen Zwecke außerhalb des Unternehmens. Und hier unten Voraussetzung ist, wir hatten den Vorsteuerabzug. Als wir den Rasenmäher eingekauft hatten, ging man davon aus, dass er als Ware verkauft wird. Deswegen hatte man damals den Vorsteuerabzug. Also alles erfüllt. 31b Nummer 1, Ort nach 36, steuerbar nach 11 Nummer 1. Bemessungsgrundlage ist jetzt noch wichtig, weil steuerpflichtig ist es. Paragraph 10 Absatz 4 Nummer 1. Bei Fällen im Sinne von 31b haben wir gerade gemacht. Was nehmen wir da? Den Einkaufspreis zuzüglich Nebenkosten zum Zeitpunkt der Entnahme. Und jetzt haben wir alles zusammen. Im Kontenplan nehmen wir jetzt das Konto 4620, Entnahmen durch Unternehmer für Zwecke außerhalb des Unternehmens. Und buchen an 4620 405 Euro. Das ist ja der Wert, nämlich 450 Euro. Und dann müssen wir dann noch 10% rausrechnen, weil der Wert ja umgesunken ist. 450 mal 0,9 kommen Sie genau auf die 405 Euro. Dann entsteht Umsatzsteuer 76,95. 405 mal 0,19 kommen Sie auf die 76,95. Und dann halt im Soll Privatentnahmen, wo wir beide Beträge zusammenrechnen. So, jetzt zur Gewinnauswirkung. So, bei Gewinnauswirkung ist es immer so, gucken Sie bitte nach den Konten, also ich rede jetzt vom SKR 04, gucken Sie bitte nach den Kontenklassen 4 bis 7. Wenn Kontenklasse 4 bis 7 im Soll steht, mindert es den Gewinn. Wenn Kontenklasse 4 bis 7 im Haben steht, erhöht es den Gewinn. So, im Soll steht das Konto 2100, nicht Kontenklasse 4 bis 7, keine Gewinnauswirkung. Im Haben steht 4,6, 4 steht zwischen 4 und 7. Die 400 Euro, die 405 Euro wirken sich aus, mit Plus. Die Umsatzsteuer ist Kontenklasse 3, nicht 4 bis 7, wirkt sich nicht aus. Deswegen plus 405, was die Gewinnauswirkung angeht. Jetzt zur Auswirkung auf das Eigenkapital. Welche Konten fließen denn in das Eigenkapital ein? Da fließt zum einen das Konto 4620 ein. 4620 geht ja ins GMV-Konto
Und später der Gewinn wird ja dann eingebucht in das Eigenkapitalkonto. Das heißt, hier erhöht sich das Eigenkapital um plus 405 Euro. So. Was wirkt sich noch auf das Eigenkapital aus? Das Konto Privatentnahmen. Privatentnahmen mindern ja das Eigenkapital. Das heißt, wir müssen noch abziehen 481,95. So, und wenn Sie das miteinander verrechnen, dann bleibt ein Betrag von minus 76,95 über. Und das war die Erklärung für B. Kommen wir zu 10 und 11. Jetzt kommt diese Abschlussbuchung. Für das Jahr 23 natürlich hier, 23. Z entrichtete am 10.03.23 die Gebäudehaftpflichtversicherung. Warten Sie mal, das will ich nochmal hier netter machen. 3, ne? So, Z entrichtete am 10.03.23 die Gebäudehaftpflicht, siehe Fall 4, in Höhe von 600 Euro sowie die Grundsteuer in Höhe von 900, jeweils für den Zeitraum 1. März 23 bis Ablauf Februar 24. So, okay. Jetzt habe ich diese Grundstücksaufwendung. Hier habe ich das Jahr 2023. Hier habe ich das Jahr 2024. Auf das Jahr, wenn das ab März läuft, entfallen doch 10 Monate auf unser laufendes Jahr und 2 Monate bis Ablauf Februar entfallen auf das Folgejahr. Das heißt, diese Voraussetzung, die wir vorhin schon hatten, da hatten wir ja vorhin schon reingeguckt, § 250 Absatz 1 HGB sowie § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 ESTG mit der Sache Ausgabe jetzt, Aufwand später, ist erfüllt. Das heißt, wir haben ARAB zu bilden. So, die Formel, jetzt müssen wir wissen oder gucken, wie hoch ist dieser ARAB. Die Versicherung beträgt ja insgesamt 600 Euro. Und wenn ich jetzt 600 Euro mal, nochmal, 600 mal 2 durch 12 rechne, sind das schon mal 100 Euro, die ich hier entsprechend ausbuchen muss, weil die auf das Konto aktiver Rechnungsabgrenzungsposten kommen. Im Sachverhalt habe ich ja die Sachen schon bereits komplett erfolgswirksam eingebucht. Das heißt, die 600 Euro habe ich komplett als Versicherungsaufwand eingebucht und jetzt buche ich 100 Euro um auf das aktive Rechnungsabgrenzungskonto 1900. Das gleiche Spiel bei der Grundsteuer. 900 Euro mal 2 durch 12 komme ich auf 150 Euro. Und die haben wir dann hier im Spiel. Warten Sie mal. Irgendwie bin ich jetzt gerade mit hier, genau. Ich brauche mal wieder Farbe. 150 Euro Grundsteuer buche ich aus. Und damit buche ich insgesamt zusammengerechnet 250 Euro auf das aktive Rechnungsabgrenzungsposten. Eigentlich müsste ich diese Posten gar nicht bilden. Ich habe ja das Wahlrecht in der Steuerbilanz. § 5 Absatz 5 Satz 2. Ne, dass ich theoretisch auch, weil beide Beträge kleiner gleich 800 Euro sind, dass ich dann auf die Bildung eines ARABs verzichten könnte. Aber erinnern Sie sich, ich hatte doch am Anfang der Klausur stehen, jetzt gehen wir mal an den Anfang, Z nimmt das Wahlrecht des 5.5 Satz 2 ESTG nicht in Anspruch. Und nur aufgrund dieser Vorgabe buchen wir das jetzt hier entsprechend ein in unsere Position. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Gewinnauswirkung. Wir haben zwei Konten der Kontenklasse 4 bis 7, nämlich die 6.400 und die 7.680 im Haben stehen. Deswegen Gewinnauswirkung plus 250 Euro. Fall 10 haben wir erledigt. Fall 11. Der Mieter aus Fall 4 hat die am 3.1.24 fällige Miete
für Januar 2024 in Höhe von 3.000 plus 19% bereits am 27.12.23 aus Bankkonto von Z überwiesen. Also, auf dem Bankkonto landen 3.570 Euro. Wie ist damit umzugehen? Betrachten wir erstmal die Umsatzsteuer, wenn wir das Geld kriegen. Wir sind ja Sollversteuerer. Müssen wir bereits die Umsatzsteuer einbuchen? Wir gucken in Paragraph 13.1 Nummer 1a rein. Umsatzsteuergesetz. Paragraph 13.1 Nummer 1a. Und hier greift der Satz 4, wo drin steht, wird das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung oder die Teilleistung ausgeführt worden ist, so entsteht die Umsatzsteuer. Die Steuer mit Ablauf des Voranmeldezeitraums, in dem das Entgelt vereinnahmt worden ist. Und weil wir das Entgelt vereinnahmen, buchen wir jetzt auch schon mal anteilig die Umsatzsteuer ein. Mit 570 Euro. So. Die 3.000 Euro buchen wir auf das Konto passiver Rechnungsabgrenzungsposten. Warum? Weil jetzt einmal wieder ins HGB guckend, der 250 Absatz 2 erfüllt ist. Auf der passiver Seite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Und das ist bei den 3.000 Euro der Fall. So, jetzt der Blick ins Einkommensteuergesetz, § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 gehen wir rein. Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzusetzen auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, das sind die 3.000, die dann Ertrag für bestimmte Zeit nach diesem Betrag darstellen. Und das ist ja hier auch der Fall. Deswegen buchen wir die auf 39.00. Haken. So, 12a hatten wir schon gemacht, jetzt kommt der Kleinlastwagen. Erinnern Sie sich an diesen Kauf aus Holland und wir hatten ja diese 21.000 eingebucht für den Fuhrpark und jetzt ist ja zwingend die lineare Abschreibung vorgegeben, weil es die degressive Abschreibung ja gar nicht mehr gibt. Kleiner Hinweis, das Wachstumschancengesetz, da hatte man jetzt eigentlich vorgehabt, ich glaube zum 1.9. und der 1.10. die degressive AFA fürs Jahr 2023 bereits einzuführen. Nur, ich mache jetzt dieses Video zu Beginn Januar 2024, also frohes neues Jahr. Da ist dieses Wachstumschancengesetz noch nicht durchs Gesetzgebungsverfahren durchgekommen. Es hat noch keine Bestandskraft. Ist noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Warum? Weil es am Bundesrat scheiterte. Da muss jetzt erstmal der Vermittlungsausschuss was machen. Und da vermute ich, wird sich vielleicht eine Lösung jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht Monaten ergeben, hoffe ich mal. Aber solange das der Fall ist, gibt es komplett eine lineare AFA im alten Jahr. Aber weil das ja erst ab dem 1.9. funktioniert hätte, wir gehen mal in den Fall 6 nochmal rein. Das Ding wurde ja bereits im Juni gekauft. Und falls das Wachstumschancengesetz rückwirkend auch die degressive AFA ermöglicht, noch nicht für Juni, erst ab dem Ende des Jahres für Wirtschaftsgüter ist es im Gesetzestext vorgesehen, nicht für Juni. Deswegen können wir hier frohgemutet sagen, nur lineare AFA möglich. So, Rechenweg also, 21.000 durch 7 Jahre. Und jetzt hatten wir das ja im Juni gekauft. Juni, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, komme ich auf 7 Monate. Deswegen mal 7/12. Und dann kommen wir auf eine AFA von 1.750 Euro. Beides zusammen wird natürlich über das Konto Abschreibung Sachanlagen gebucht. 12 haben wir. 13. Die Zinsen für das Grundschulddarlehen sind zum 30. eines jeden Monats zu zahlen. Zinssatz 1,5%. Die Zinsen für die Monate März bis November 23 sind von Z bereits richtig erfasst worden. Für Dezember 23 wurden die Zinsen erst am 2. Januar 2024 vom Bankkonto abgebucht. Es handelt sich um ein Fälligkeitsdarlehen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie groß sind diese Zinsen. Und jetzt rechnen wir mal. Das Darlehen, das Grundschulddarlehen war ja, müssen wir nochmal im Sachverhalt zurückgucken, wie hoch waren das Darlehen?
Das Darlehen hatte doch betragen. Wo haben wir es denn? Hier, Verbindlichkeit gegenüber Kreditinstitut 100.000 Euro. Okay, jetzt wissen wir, das sind 100.000 Euro. 100.000 Euro mal Zinssatz sind ja 1,5%. 1,5 durch 100 und dann mal 1 durch 12. Und dann kommen wir auf eigentlich 125 Euro. Ich tippe es nochmal ein. 1 Million habe ich jetzt oder 100.000 mal 0,025 durch 12. Sehen Sie, das ist mal so, wenn das nicht klappt. 100.000, letzte Chance, mal 0,015 und dann durch 12. 125. Und das ist der Grund, warum wir hier 125 Euro auf das Konto sonstige Verbindlichkeiten buchen, die dann auch im Konto Zinsaufwand enthalten sind. Und dann müssen wir ja noch anteilig das Damnum auflösen. So, und das Damnum hat jetzt eine Laufzeit von 10 Jahren. Und das Damnum begann ja, oder das Darlehen begann ja, jetzt müssen wir mal gucken, wann die Laufzeit begann. Am 1.3. wurde das Darlehen aufgenommen, also 10 Monate. Dann können wir das doch mal ausrechnen. Wir hatten doch ein Damnum von 1.500 Euro. Dann mal 10 Monate durch 120 Monate müssen wir auflösen. Mache ich das nochmal. 1.500 mal 10 durch 120, 125 Euro. Und deswegen auch hier 125 Euro Damnumauflösung. Und dann halt auf das Konto 7300. Fall 13 haben wir ebenfalls erledigt. Fall 14. Für das Wirtschaftsjahr 23 rechnet Z mit einer Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 700 Euro. Nennen Sie die Höhe der Auswirkungen handelsrechtlich und steuerrechtlicher Gewinn. So. Kein Problem ist, da gibt es ein eigenes Konto für Gewerbesteuerrückstellung. Da buchen wir die 700 Euro rein. Und dann gibt es noch das Konto 7610 Gewerbesteuer. Handelsrechtliche Gewinnauswirkung minus 700. In der Steuerbilanz 0 Euro. Warum? Auch hier der Blick ins Einkommensteuergesetz. Und zwar Paragraph 5 Absatz 4. Gehen wir mal hier ins Anlagenverzeichnis. Paragraph 4 Absatz 5. Und nach diesen ganzen Nummern taucht dann der Buchstabe B auf. Die Gewerbesteuern, die darauf entfallenden Nebenleistungen, sind keine Betriebsausgaben. Und das sorgt dafür, dass in der Steuerbilanz diese minus 700 Euro wieder hinzugerechnet werden. Und deswegen Gewinnauswirkung dort in der Steuerbilanz plus minus 0 Euro ist. 14 haben wir auch. Dann kommen wir noch zur 15. So, die auf dem Konto des Steuerpflichtigen ausgewiesenen Forderungen aus Warenlieferung weisen zum 31.12.23 einen Stand von 88.536 Euro auf. Folgende Vorgänge sind zu berücksichtigen. So, bei A haben wir eine sogenannte Einzelwertberichtigung. Das heißt, wir haben wieder einen Forderungsausfall langfristig, aber die Umsatzsteuer dürfen wir jetzt nicht korrigieren, wie wir das am Anfang gemacht hatten. Sie erinnern sich an den Insolvenzfall. Beim Insolvenzfall hatten wir die Umsatzsteuer korrigiert wegen § 17 Absatz 2 Nummer 1 USTG. Das dürfen wir jetzt nicht. Und deswegen buchen wir jetzt als erstes die 5.236 Euro um, nämlich auf das Konto 1240, zweifelhafte Forderung, Anforderung LOL. Dann buchen wir 6923, Einstellung in Einzelwertberichtigung zu Forderung, an Einzelwertberichtigung zu Forderung. Wie kommen wir auf die 3.300 Euro? Wir haben eine Verbindlichkeit von 5.236 Euro. Die rechnen wir erstmal auf die Nettogröße. Dann haben wir 4.400 Euro. Und dann rechne ich die Sache mal 75%. Und dann kommen wir genau auf die 3.300 Euro.
also 75% vom Nettowert, den wir abschreiben können. Das ist ja dieses Wahlrecht nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 StG, eingeschränkte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, welches wir auch ausüben. Das zur Einzelwertberichtigung. Und bei B haben wir noch eine Pauschalwertberichtigung drin. So, und da geben wir aus von den 88.536 Euro. Das will ich auch nochmal aufschreiben und Ihnen nicht vorenthalten. Das heißt, jetzt müsste man den Rechenweg angeben. 88.536 war die Ausgangsbasis. Das war ja der Bestand zum 31.12.23. So, davon ziehen wir jetzt ab die einzelwertberichtigte Forderung minus 5.236. Da hatten wir ja eine Einzelwertberichtigung gemacht. Und dann bleibt ein Betrag von 83.300 Euro über. So, den rechne ich, das sind 119%. Auch den rechne ich runter auf die Nettogröße, weil ich ja nur beim Insolvenzfall die Umsatzsteuer korrigieren dürfte. 83.300 durch 1,19, 70.000 netto. Dann nehme ich den Wert mal 2%, weil ja im Sachverhalt angegeben war 2% als Grundlage. Das heißt, ich hätte jetzt eigentlich eine Pauschalwertberichtigung von 1.400 Euro zum 31.12.23. So, was hatte ich denn zum 01.01. drin gehabt? Gucken wir mal. Bisher hatte ich auf dem Konto einen Betrag berücksichtigt von 1.745 Euro. Das heißt, ich muss diese Position um 345 Euro auflösen. Und das ist der Grund, weswegen wir buchen Pauschalwertberichtigung zur Forderung 345 Euro an 49,20 Erträge aus der Herabsetzung Pauschalwertberichtigung zur Forderung. Bitte, wenn Sie sich ein Thema angucken sollten für die Abschlussprüfung, dann bitte Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung, Insolvenzfall. Wenn Sie die alten Klausuren mal durchgehen, die letzten Abschlussprüfungen, dann ist dieses Thema eigentlich ein Thema, was immer dran kommt und immer so um die bis zu 10 Punkte ausmachen kann in Summe. Deswegen, das ist wirklich ein ganz wichtiges Ding, hier die 15, dass Sie sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzen, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben. So, jetzt kommen wir noch zur 16. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt auch immer so eine Kleinigkeit aus dem Thema Bewertung und das haben wir jetzt hier. Das Konto 215 unbebaute Grundstücke enthält ein zu Anschaffungskosten gebuchtes Grundstück. Die Anschaffungskosten des zu Lagerzwecken genutzten Grundstücks betrugen 40.000. Und das Grundstück ist unbebaut, also haben wir nicht abnutzbares Anlagevermögen. Und der Teilwert ist jetzt nachhaltig auf 25.000 Euro gesunken. Und jetzt ist die Frage, wie ist in der Handelsbilanz vorzugehen, wie ist in der Steuerbilanz vorzugehen. Gucken wir als erstes mal die Paragraphen uns in der Handelsbilanz an. § 253 Absatz 1 sagt zunächst erstmal, Vermögensgegenstände sind mit Anschaffungskosten anzusetzen. Dann gibt es den 253 Absatz 3 und dann gehen wir in den Satz 5 rein, meine ich ist das, bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Das ist erstmal jetzt... Dann, einen Moment. So, hier der, genau. Ohne Rücksicht darauf, ob Ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, um diese mit dem niedrigen Wert anzusetzen, der Ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Also in der Handelsbilanz 253 Absatz 3 Satz 5. Gebot zur außerplanmäßigen Abschreibung. Zwingend notwendig. Und das haben wir ja auch hier aufgelistet. Der niedrige Wert ist zwingend anzusetzen. Jetzt kommen wir zur Steuerbilanz. Und das ist ein Paragraph, das ist ein alter Bekannter für Sie. Und zwar § 6 1 Nummer 2 StG.
Den hatten wir doch schon beim Umlaufvermögen gehabt, als ich das mit den Forderungen Lieferung Leistung erklärt habe. So, wenn ich Umlaufvermögen habe, Satz 2, ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung geringer. Das ist ja bei uns der Fall. So kann diese angesetzt werden. Das ist doch ein Wahlrecht. Dauerhafte Wertminderung, ich habe ein Wahlrecht, ich kann auf den geringeren Teilwert gehen. Und das kann ich unabhängig von der Handelsbilanz machen. Das ist diese eingeschränkte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz. Das hatte ich doch am Anfang Ihnen notiert. Ich hole nochmal den Zettel hervor. Hier, das war diese Ausnahme zu Beginn. Eingeschränkte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz, was ich am Anfang im Zusammenhang mit der Insolvenzforderung thematisiert hatte. Dieses Wahlrecht kann ich jetzt unabhängig von der Handelsbilanz machen. In der Handelsbilanz muss ich abschreiben. Das heißt, in der Steuerbilanz könnte ich jetzt sagen, ich schreibe nicht ab. Dann wäre Handelsbilanz ungleich Steuerbilanz. Oder ich sage, ich schreibe voll ab. Dann wäre es übereinstimmend. Ich könnte übrigens auch Zwischenwerte ansetzen. Jetzt ist es allerdings so, dass in den Klausurenvorgaben ja immer ist, wir wollen den steuerlich geringsten Gewinn haben. Und deswegen treffen wir unsere Ermessensentscheidung so, dass wir eine Teilwertabschreibung vornehmen. Und das ist ja auch entsprechend in der Lösung dargestellt für Sie. Ja, und insgesamt haben Sie dann, sind wir mit der Klausur durch. Insgesamt konnten Sie 59 Punkte erreichen. 59 mal 1,2. Sie hätten also Zeit gehabt, roundabout 70 Minuten. Und damit sind wir durch die Klausur erfolgreich durchgewandert. Ich hoffe, das hat einen Mehrwert für Sie gehabt. Und ich empfehle noch, die anderen Klausuren für Sie, ne, Einkommensteuer 1 und 2, Umsatzsteuer 1 und 2, Rechnungswesen 1 natürlich und so weiter, dass Sie die auch noch durcharbeiten. Und dann steht einer erfolgreichen Abschlussprüfung nichts im Wege. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.